Heute reden wir über das große Geschäft im kleinen Haus. Und auch über das kleine und übers Händewaschen und übers Duschen. Denn wir haben das Yellow Tiny House gebaut und in dieser Serie teilen wir mit euch alles, was wir dabei so gelernt haben. Hat ein Tiny House eine richtige Toilette? Im Tiny House kann man fast genauso auf die Toilette gehen wie in einem herkömmlichen Haus. Fast, sage ich, weil wahrscheinlich normalerweise zwischen dem Bad und dem Rest der Wohnung ein bisschen mehr Raum und Wand und Tür liegt. Das hier ist nämlich die Tür, die die Toilette und das Bad vom Rest des Tiny Houses trennt. Und Micha, da muss man sich schon gut kennen für, oder? Ja, man kriegt schon einiges mit. Das ist jetzt die gleiche Toilette, die auch bei uns im Haus verbaut wird. Wir sind jetzt hier, weil sie hier schon im Einsatz ist. Aber was genau macht denn diese Toilette besonders? Das ist eine Trockentrenntoilette. Das heißt, die Feststoffe fallen in kompostierbaren Beutel. Und die Flüssigstoffe werden nach außen abgeleitet. Das heißt, entweder in die Kanalisation oder in den Urintank. Das heißt, wir sparen hier wertvolles Trinkwasser. Wenn das nicht an die Kanalisation angeschlossen ist, riecht das dann nicht schlecht? Nee. Also dadurch, dass es getrennt wird, entstehen gar nicht erst Fäulnisprozesse, die für den Geruch eigentlich verantwortlich sind. Und zum anderen ist da auch noch ein kleiner Lüfter drin, der das Restaroma nach außen befördert. Darf ich denn dann Toilettenpapier da benutzen? Ja, ohne weiteres. Also alles, was die Feststoffe noch mal entwässert, ist eigentlich nur förderlich. Was wären denn noch andere Möglichkeiten, hier eine Toilette reinzubauen? Das ist ja nicht die einzige Variante, die es gibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann natürlich mit einer ganz normalen Trockentoilette arbeiten, wo das nicht getrennt wird. Man kann natürlich mit einem Chemieklo arbeiten, wie viele Campingwagen und Wohnwagen das tun. Man könnte eine Verbrennungstoilette einbauen, die eben auch an den Gaskreislauf angeschlossen ist und die Hinterlassenschaften direkt verbrennt. Ist allerdings die exklusivste Variante. Und man kann natürlich, wenn genug Wasser da ist, dann kann man auch natürlich eine normale Toilette einbauen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie das aussieht, wenn man sowas dann entleert. Ja, gerne. Kann ich das kompostieren? Es ist tatsächlich möglich, dass man aus den festen Ausscheidungen wertvolle, nährstoffreiche Komposterde macht, die dann als natürlicher Dünger Pflanzen das Wachsen vereinfacht. Super nachhaltig. Bodenlebewesen wie Schnecken, Asseln, Käfer, Würmer oder Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien helfen beim Rotteprozess. Und üblicherweise dauert es so circa 2 bis 3 Jahre, bis Komposterde entsteht. Aber bitte informiert euch, welches Kompostiersystem für euch da in Frage kommt. Es gibt nämlich offene oder geschlossene Komposter aus verschiedenen Materialien. Es gibt Schnell- und Thermokomposter. Es gibt den klassischen Komposthaufen. Man kann auch mit dem Dreikammersystem 3 Haufen nebeneinander machen. Also ja, das ist ein komplexes Thema. Ein großer Verfechter der Trockentoilette war übrigens der österreichische Maler Hundertwasser, der auch ein großer Umweltschützer war. In seinem Manifest Ach du heilige Scheiße sagte er 1975, Kunstdünger ist kein Ersatz. Beim Wasserklosett werden aus 1000 Gramm Scheiße 50.000 Gramm Unratgift, beim Humusklosett 50 Gramm Rohstoff Gold. So kann man also aus Scheiße Gold machen. Nicht schlecht. Ziemlich gut. Hat ein Tiny House eine richtige Dusche? Natürlich kann man auch in ein Tiny House eine ganz normale Dusche einbauen und ich könnte jetzt hier theoretisch auch schon duschen, nur ist sie noch nicht angeschlossen. Aber in Zukunft wird das gehen, in diesem Haus. Wie kommt denn das Wasser jetzt in die Dusche rein? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder über einen Außenanschluss mit einem Schlauch oder über einen Tank. Und in dem Tank muss das Wasser sein, was ich da jedes Mal wieder beim Supermarkt kaufe, oder könnte das auch Regenwasser sein oder ist das irgendwie vorgegeben? Nee, Regenwasser geht nicht. Wir müssen hier in Deutschland Trinkwasser aus dem Schlauch oder eben aus dem Tank bekommen. Wenn ich geduscht habe und ich habe es richtig gemacht, dann ist das Wasser meistens ja nicht mehr sauber. Wo geht das dann hin? Grundsätzlich in die Kanalisation. Es hängt ein bisschen davon ab, ist es der Erstwohnsitz oder hast du ein Wochenendhaus, stehst du auf dem Campingplatz mit deinem Tiny House. Im einen Fall musst du angeschlossen sein, wenn es jetzt der Erstwohnsitz ist. Das heißt, du hast einen Kanalanschluss und da geht es natürlich dann direkt rein, wie bei einem normalen Haus auch. Und im anderen Falle müsstest du das Wasser auffangen. Das heißt, man hat einen Grauwassertank und muss es dann eben selber händisch in die Kanalisation einleiten. Wenn euch diese rechtlichen Sachen interessieren, das wird nochmal in einem separaten Video ausführlicher behandelt. Diese Dusche sieht für mich so ein bisschen aus, als wäre die aus Holz. Ist das so? Weil Holz wird doch nass. Das hier ist was ganz Besonderes. Das ist eine Birkenrindenoberfläche. Birkenrinde an sich ist bakterien- und pilzhemmend.
ist extrem widerstandsfähig und natürlich wasserabweisend. Ist natürlich auch super nachhaltig, weil es wieder nachwächst. Ich habe auch gehört, dass wir tatsächlich jetzt die allerersten auf der Welt sind, die das nutzen. Tatsächlich, das ist das erste Mal, dass eine Dusche mit so einer Innenwandverkleidung gemacht wurde. Viel ökologischer geht gar nicht. Fazit. So ein Tiny House kann, was das Badezimmer angeht, auf jeden Fall mithalten. Besonders mit einem Anschluss an das Wasser-, Fähr- und Entsorgungsnetz ist der Komfort fast wie bei einem herkömmlichen Haus. Nur so eine Badewanne, die würde dem einen oder anderen vielleicht fehlen, aber auch das geht. In einem späteren Video besuchen wir Max Green in seinem Tiny House und gucken uns sein Luxusbad mit Badewanne an. Denkt dran zu abonnieren, schreibt in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt und schaut auch gerne mal da unten rein in die ganzen anderen Videos auf dem Kanal und auch bei Alexi Bexi und Malternativ. Der hat gerade die Dusche da eingebaut.